Ey, wenn die Post klingelt, gibt's eigentlich immer Geschenke. Und Tion rennt eben so los, ey geil, mal gucken, gleich Film für Hollywood Uncut, weil ich warte auf eine iPad-Hülle. Tion, es ist Handtuchpapier. Räum's mal bitte ein. Okay. Freunde, neuerdings gibt's hier in Heidelberg sogar einen Korb. Ich habe eben auch ein paar Körbe geschmissen. Das ist hier ein richtig geiler Rastplatz, direkt an der Brücke. Geil. Weil ich trage jetzt, wie gesagt, dann eh die ganze Zeit eine Mütze. Und von dem her passt es dann. Ihr seht mich jetzt eh nur noch mit Mütze, oder? Die Stelle kommt mir doch bekannt vor. Klopapier. Das sieht doch mal besser aus. Was ist das jetzt hier? Hey. Oh, was ist das denn? Okay, das ist eine iPad-Hülle. Ich denke ja drüber nach, auf dem Jakobsweg mein iPad mitzunehmen, ne? Das muss man schon sagen. Und das ist eine leichte Hülle, damit ich unterwegs mein Journal führen kann und abends lesen kann. Oh, die ist leicht. Die ist gut. Die ist leicht, ja. So, jetzt hier. Ey, das ist vielleicht... Ey, weil... Das MacBook. MacBook. Ist genau so schön. Die Scheiße. Freunde, ich habe gerade noch was gegessen. Wir haben heute den Janni da. Wir werden heute ein Fotoshooting machen und wann hast du jetzt zum letzten Mal gegessen? Hast du schon, oder? Gegessen habe ich gestern um 3 Uhr, meine letzte Mahlzeit. Und getrunken? Getrunken habe ich gestern 250 Milliliter verteilt über den Tag. Leute, so ist es, wenn man im Shooting geht, ne? Da muss man sich ordentlich vorbereiten. Klar kann ich alles auch mit Photoshop machen, aber das gehört halt auch zum Prozess mit dazu, ne? Alles rauszuholen. Und jetzt haben wir ein geiles Fotoshooting und dementsprechend gibt es auch mega geile Bilder. Oh, Hollywood Uncut. Hey Freunde, ich habe gerade ein cooles Personal Coaching mit dem Ibrahim. Ibrahim, vielleicht ganz kurz mal für Hollywood Uncut. Hi Ibrahim. Hallo. Hallo. Ja. Was denn? Tion, was machst du da? Wir brauchen Erde für ein Shooting. Was ist das? Du sollst es nicht streicheln. Ja, das ist gut. Das ist gut. Wir brauchen Erde für ein Shooting. Nein, nein, schon ein bisschen mehr. Ja, das geht nicht ab. Das ist die Leute gucken schon. Die wollen, wir wollen Bubble. Matsch, wollen wir? Warte hier. Oh, Bubble, nein. So, das reicht, oder? Können wir mit dem anderen mischen, mit der Blumenerde, die du besorgt hast. Ja, als Praktikant, als Ausbildner, Auszubildender. Mit Andreas wegen Jakobsweg. Wir reden jetzt über den Jakobsweg. Ja, also ich habe jetzt einige Punkte, die ich mit dir durchgehen wollte für den Jakobsweg. Also ich habe ja schon hier fleißig vorbereitet. Aber Andreas, jetzt mal, ich meine es eigentlich ernst. Wie denk, also ehrlich jetzt, denkst du, du schaffst es? Warum soll ich es schaffen? Bitte? Warum sollte ich es nicht schaffen? Das ist schon anstrengend, ne? Bist jetzt auch nicht mehr wegen Gelenke und so der Jüngste. Deswegen steht, das müssen wir noch gucken. Ja. Du kannst mal in der Flug-Airline nachfragen, wegen Gepäckbestimmungen. Ja. Ne, vielleicht, ob man da irgendwie extra Gepäck oder ich habe ja jetzt einen Rucksack, also. Ja, genau, voll. Boah. Das ist, wir machen jetzt ein Shooting der, für den nächsten Kalender: Stallboys 2000. Hot Stallboys 2023. Ja, Freunde, jetzt müssen wir auch ein bisschen was für die mentale Energie machen. Bei 4000 Kalorien, die wir heute wegrotzen. Nein, nein, zeig ruhig, zeig ruhig. Ja, wo hast du das jetzt versteckt? Was ist los? Was ist? Hab meinen Schlüssel vergessen.
Freunde, wir sind durch mit dem Shooting. Was ich auch mal sehen kann, ist jetzt einmal so eine kleine Preview. So viel muss man noch gar nicht sehen, aber guckt euch das mal an. Guck mal, was eine Sauerei, ist das eklig. Wir haben den ganzen Rotz, den wir besorgt. Ja, also die Bilder findet ihr mit Sicherheit irgendwann, irgendwo, entweder auf seinem Account, bei mir auf dem Account, auf jeden Fall. Das war the good old Calvin Hollywood. Warte, Freunde, das nehmen wir noch kurz mit rein. Ich wollte nur kurz die Folge verabschieden. Ihr wisst ja, nächstes Wochenende ist es soweit, Jakobsweg, und ich habe die ganze Zeit da so ein Bandana an und eine Mütze und ich habe keinen Bock auf die verdatschten Haare und deswegen ist jetzt Mr. King Barber am Start, der mir jetzt den Schädel kahl rasieren wird. Und Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Hollywood Uncut-Folge. Bis dann.